Eine Irritation führt sofort zu einer Reaktion. Und das ist klasse, so geht ein Gespräch los. Also, sag mal ein Beispiel, Irritation. Ich wollte ja gerade. Im Restaurant. Es ist ein bisschen frech, aber funktioniert bei jungen Mädchen ganz super, Studentinnen. Man sitzt an seinem Tisch, die Dame kriegt gerade das Essen geliefert. Ich beuge mich zur Überrührung und sage, Entschuldigung, essen Sie das noch? So, ich kriege einen Lacher. Oder ich habe sie irritiert, ein Gespräch kann losgehen. Die simpelste Form von Irritation ist zum Beispiel ab 15 Uhr, egal wo man ist, in welchem sozialen Kontext, einfach zu sagen, guten Morgen. Weil sofort ein Gespräch losgeht, wenn ich das der Bäckereifachangestellten sage, fragt die, wieso guten Morgen, ist es schon 15 Uhr so und so. Und dann kann ich meine Geschichte bringen und sagen, ja, ich bin gerade erst aufgestanden, ich habe die ganze Nacht durchgepokert, ich schreibe an meiner Examensarbeit, ich schreibe am 7. Roman oder irgendwas kann ich über mich erzählen. Und schon ist ein Gespräch am Laufen.